Kanäle rund ums Thema Gaming und rund um Computerspiele. Alle möglichen Leute fragen mich immer, kannst du nicht mal was dazu machen? Und ehrlich gesagt muss ich sagen, ich kenne mich mit dem Gaming-Thema auf YouTube nicht so stark aus, dass ich dazu ein eigenes Video machen möchte. Aber heute haben wir in der Challenge mal jemanden, der Gaming macht, aber mit einem kleinen Twist. Und was es mit diesem Kanal auf sich hat, das erfährst du in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen zu So geht YouTube. Ich bin der Jan und heute gucken wir uns mal den Kanal von Virgenon Champway an. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Der Kanal macht Gaming, aber nicht die klassischen nur Let's Play Videos, sondern noch ein bisschen mehr. Und was der Kanal macht und was der Kanal auch noch verbessern könnte, das gucken wir uns jetzt mal am Computer an. So, wir sind jetzt hier auf dem YouTube-Kanal Virgenon Champway und wollen uns hier mal genau angucken, was funktioniert gut, was kann man noch verbessern. Und ich habe auch ein paar Fragen von Virgenon Champway selber bekommen, was ich denn mal mir angucken könnte auf diesem YouTube-Kanal. Zunächst einmal wollen wir uns natürlich mal so das grobe Design angucken. Das gucke ich ja immer erstmal so auf den ersten Blick drauf. Denn hier habe ich auch ein paar Sachen zu sagen. Erstmal, es gefällt mir sehr gut. Ich finde, es ist zwar sehr schlicht, aber es zieht sich vor allem durch. Und man erkennt das Design überall und sieht professionell aus. Und das finde ich schon mal sehr, sehr gut gelungen. Man sieht hier im Banner, gibt es diese Schriftart, die Farbe, das Logo. Dieses Logo findet sich dann hier wieder. Im Intro findet sich auch die Schriftart und das Logo wieder. In den Thumbnails findet sich auch wieder die Farbe, die Schriftart, das Logo wieder. Also ist hier sehr, sehr gut gemacht, wie ich finde, mit dem Design. Was man beim Banner vielleicht noch beachten könnte, wenn man jetzt auf den ersten Blick drauf guckt, sieht man nicht, worum es auf dem Kanal geht. Also was ist genau der Inhalt von diesem Kanal? Keine Ahnung, kann ich nicht so genau sagen. Hier steht zwar Gamer, Variety Streamer, First Impressions YouTuber, aber auf den ersten Blick kann man den Text natürlich nicht lesen. Man sieht auf den ersten Blick immer nur Bilder. Hier gibt es keine Bilder. Das heißt, ich finde es immer persönlich einfach schöner, wenn man wirklich auch sehen kann, worum es auf dem Kanal geht. Also sehen kann, nicht nur lesen kann. Deshalb würde ich vielleicht noch ein, zwei Bilder hier einfügen, aber das ist Schmeckern auf hohem Niveau. Ich finde das nämlich an sich ist das sehr, sehr gut gelungen, das Design. Worum geht es denn überhaupt auf dem Kanal? Nun, Virgenon Champway beschäftigt sich hier auf dem Kanal, wenn ich es richtig verstanden habe, mit kleinen Spielen, mit Indie-Spielen, mit Spielen, die man nicht unbedingt kennt und hat dann zwei Serien. Lohnt sich das Spiel? Und Early Access, also wo er sich Spiele anguckt, die noch in der Entwicklung stecken. Und hier finde ich das auch sehr, sehr gut gemacht, dass es genau diese zwei Serien gibt. Es ist ganz klar, was erwartet einem auf dem Kanal. Das finde ich sehr schön. Jetzt hat mir aber Virgenon Champway eine Frage gestellt zu dem Kanal bzw. zu der Marke hinter dem Kanal. Wir waren ja gerade so ein bisschen über das Design am Sprechen, das ist ja ein wichtiger Punkt von der Marke. Er hat aber gefragt, bei mir stehen immer die Spiele im Vordergrund, die ich mir angucke. Wie kann ich es trotzdem schaffen, ja, eine Marke aufzubauen? Und hier, denke ich, bist du auf einem sehr, sehr guten Weg. Weil, was man bei einer Marke nie vergessen darf, die Marke ist nicht immer im Vordergrund, sondern die ist sowas, selbst wenn es ein anderer Kanal ist. Also gucken wir uns zum Beispiel mal meinen Kanal an. Klar, dass es immer so geht, YouTube. Trotzdem geht es ja in den einzelnen Videos darum, wie schaffe ich das und das. Und diese Markenelemente, das sind die Sachen wie ein Banner, ein Logo, ein Intro etc. Die Sachen, die Designs haben, wo sich das immer wieder durchzieht. Ein passendes Intro mit einer Musik dahinter, die immer wieder gleich ist. Paar ähnliche Elemente in einem Video, also wenn du die Struktur zum Beispiel von deinen Lohnt sich oder Early Access Videos immer gleich aufbaust, am Ende vielleicht ein zusammenfassendes Element hast, was sich immer wiederholt und so weiter, auch damit baust du einfach eine Marke auf. Die zweite Frage, die du mir gestellt hast, finde ich auch eine sehr, sehr gute. Und zwar ist das die Frage, ich möchte mich ja also, beziehungsweise Virgenon Champway möchte sich ja an Leute richten, die sich interessieren für Spiele, die nicht unbedingt jeder kennt, für Leute, die neue Sachen ausprobieren wollen. Aber wie kann er diese Leute denn erreichen? Denn die kennen ja diese Spieletitel nicht unbedingt. Darum geht es ja bei den Spielen, dass die eben nicht jeder kennt, dass die kaum jemand kennt. Wie kann man trotzdem die Leute ansprechen? Und das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil das geht genau dahin, worum es eigentlich geht, wenn man sich überlegt, warum kriege ich keine Aufrufe, warum wird niemand auf meine Videos aufmerksam? Woher kommen die Leute überhaupt? Wie können die Leute überhaupt meine Videos finden und sich darüber nachdenken, wen möchte man erreichen und wie kann man ihn vielleicht erreichen? Und hier muss man sagen, ja, wahrscheinlich kennen die Leute diese Titel nicht, deshalb müssen wir über einen anderen Weg gehen. Hier muss man sich auch einfach mal fragen, okay, wo könnten die Leute denn die Videos entdecken? Weil es gibt ja nicht nur die Suche. Die sind jetzt sehr auf die Suche ausgerichtet, die Videos. Also wenn sich wirklich jemand fragt, lohnt sich das Spiel zu spielen oder so, oder nach dem Spiel sucht, dann findet er vielleicht eins der Videos. Das ist schön. Allerdings hast du ja selber gesagt, kaum jemand kennt diese Spiele. Also wird auch, ja, kaum jemand nach diesen Spielen vermutlich suchen. Wie kann man es trotzdem schaffen, eben
irgendwo aufzutauchen, zum Beispiel in den Vorschlägen. Und da haben wir schon die Antwort. Die zweite große Variante, über YouTube selber Aufrufe zu bekommen, sind die Vorschläge. Und wenn man nicht von externen Leuten auf die Videos bringen möchte, was auch eine sehr, sehr gute Möglichkeit häufig ist, ist es auf jeden Fall ratsam, sich auch darüber Gedanken zu machen, okay, wenn das niemand über die Suche finden kann, weil kaum jemand diese Spiele kennt, wie kann ich es denn dann schaffen, dass, wenn jemand dieses Video in den Vorschlägen angezeigt bekommt, dass er dann auch draufklickt? Denn der mag ja vielleicht auch noch nicht das Spiel kennen, das heißt, lohnt sich das und das Spiel, gibt es keinen großartigen Grund drauf zu klicken, weil man weiß nicht, was ist der Mehrwert, wenn ich mir jetzt dieses Video angucke. Okay, ich weiß, ob sich dieses Spiel lohnt, was ich sowieso nicht kenne. Das ist vielleicht uninteressant für mich. Vielleicht ist für mich viel spannender, zwar zu wissen, ob sich dieses Spiel lohnt, aber worum es überhaupt in dem Spiel geht, was an dem Spiel so interessant ist und quasi den Mehrwert von dem Spiel zu entdecken. Wenn du also den Mehrwert quasi für die Leute, die dieses Spiel spielen würdest, in den Titel packst, sodass man schon im Titel lesen kann, ah, das ist die und die Art von Spiel, wenn mich die Art von Spielen interessieren, dann klicke ich vielleicht drauf. Also mehr so was quasi mit dem Titel schon Leute ansprichst, die das Spiel gar nicht unbedingt kennen. Das könnte natürlich dann viel interessanter sein, dass die Leute eben auch in den Vorschlägen draufklicken. Ansonsten, was man auch immer machen kann und was für dich sich, glaube ich, auch sehr, sehr anbieten würde, wäre quasi so ein Meta-Video zu machen. Ein Video über deine Videos. Quasi sowas wie meine 5 Top-Indie-Spiele des Jahres oder irgendwie sowas. Oder irgendwie solche Sachen, die eben so ein bisschen allgemeiner sind, die nicht im Titel eben ein bestimmtes Spiel haben, sondern die sich allgemein an die Leute richten, die eben solche Sachen interessiert. Einfach mal ein paar Videos, die zum Beispiel auch sowas sagen, wie diese Spiele werden dieses Jahr rauskommen oder so. Das solltest du unbedingt verpassen, das solltest du auf keine Fälle verpassen, wenn du dich für Indie-Spiele interessierst, was auch immer. Irgendwie solche Videos könnten dafür genau das Richtige sein, um eben dann Leute anzusprechen, die dann deine Videos kennenlernen und dann wiederum sich deine restlichen Videos ansehen. Was man sich ja auch natürlich je nachdem überlegen müsste, wenn man mal auf deine Videolängen guckt, dann kann es natürlich sein, dass wenn jemand wirklich nur wissen möchte kurz, lohnt sich das Spiel, dass er davon abgestreckt ist. Auch das könntest du mal ausprobieren, vielleicht nur Zusammenschnitte von den Spielen zeigen, mehr über die Spiele reden und gar nicht so viel das Spiel wirklich antesten. Also vielleicht bei Early Access antesten, da macht es ja Sinn, aber bei lohnt sich vielleicht nicht. Da würde ich auch einfach mal ein bisschen rumspielen an deiner Stelle und mir überlegen, okay, macht es vielleicht manchmal Sinn, kürzere Videos zu machen oder möchte ich mich mehr in diese Let's Player-Richtung entwickeln und längere Videos machen? Hier ist einfach die Frage, in welcher Situation ist jemand, der sich eben solche Videos anguckt? Da kannst du auch nochmal deine Abonnenten vielleicht fragen. Und damit sind wir auch bei der dritten Frage, die ich von Virgin und Shumpway bekommen habe. Und das ist auch vermutlich eine häufige Frage, die ich nämlich auch in einem der letzten Challenge-Videos schon mal hatte, wenn ich mich richtig entsinne. Und zwar, wie kann man es schaffen, Call-to-Actions in seine Videos einzubauen und trotzdem nicht so direkt einfach zu sagen, abonniert meinen Kanal und schreibt das und das in die Kommentare und so. Weil davon hat er sich verabschiedet, hat er gesagt, wie kann man es trotzdem schaffen, eben die Leute zum Abonnieren anzuregen und so weiter. Das ist eine gute Frage, die, glaube ich, wirklich viel gestellt wird. Gucken wir uns das Ganze doch einmal genauer an. Worauf kommt es eigentlich an? Was müssen wir schaffen, damit jemand abonniert? Und das ist meistens, dass wir es schaffen müssen, dass die Leute sehen, hier gibt es noch mehr Mehrwert. Das heißt, es ist häufig viel wichtiger, nicht zu sagen, abonnier den Kanal, sondern diesen Grund zu nennen. Das sage ich ja auch meistens bei Call to Action. Immer einen Grund mit nennen. Was kann man auf dem Kanal erwarten? Das heißt, wenn du zum Beispiel immer am Anfang von den Videos sowas sagst wie herzlich willkommen, lohnt sich Frozen Synapses 2 oder so. Heute gucken wir uns wie jeden Mittwoch oder sowas, gucken wir uns an, ob sich das Spiel lohnt. Das heißt, einfach diese Serie quasi aufnehmen. Oder wenn du am Anfang deinen Kanal vorstellst, wenn du am Anfang kurz sagst, hallo, herzlich willkommen zu Virgin und Shumpway, wie auch immer du das jetzt sagst, ich mache das jetzt nur beispielhaft. Wenn du sagst, herzlich willkommen zu Virgin und Shumpway, hier gucken wir uns immer Indie-Spieler an und weiß ich nicht, irgendwie so ein, zwei kleine Sätze. Du kannst es natürlich viel besser für deinen eigenen Kanal, als ich das jetzt aus der Lameng so kann. Aber wenn du einfach da so ein, zwei Sätze nochmal zu deinem Kanal sagst, auch das kann sich lohnen, einfach damit dem Zuschauer klar ist, was erwartet ihn hier auf dem Kanal und damit er auch sieht, hier lohnt es sich dran zu bleiben, hier lohnt es sich zu abonnieren und hier kann man noch mehr von diesen Inhalten bekommen.
Ähnlich auch mit den Kommentaren. Du musst nicht zwingend sagen, hier schreib mir das und das in die Kommentare, sondern du kannst natürlich auch einfach eine Frage stellen den Leuten. Und da freuen sich die Leute auch häufig, wenn sie eine Frage gestellt bekommen, weil wenn die Leute deine Videos mögen, dann schreiben sie auch gerne was in die Kommentare. Allerdings wissen sie nicht unbedingt, was sie schreiben müssen, sollen, was auch immer. Und wenn du einfach eine Frage stellst, ist den Leuten schon klar, dass sie das in die Kommentare schreiben sollen. Und das muss ja nicht alles am Ende vom Video passieren. Auch das ist ja eine große Irrglaube. Am Ende vom Video sind sowieso die meisten Leute nicht mehr da. Das hast du mir auch selber geschrieben und das ist wahr. Also mach das ganz am Anfang. Mach das in der Mitte irgendwo. Bau das ein in das Video. Und das macht natürlich total viel Sinn, wenn du dann irgendwo zwischendurch mal eine Frage stellst. Wie gefällt dir das Spiel bis hierhin oder irgendwie sowas? Auch das kann sich dann natürlich einfach lohnen, um ein bisschen Interaktion anzuregen. Hier ist einfach wirklich die Frage, okay, du möchtest das nicht machen. Die Frage ist aber, du möchtest wahrscheinlich auch mehr Abonnenten haben. Das heißt, du musst dir einfach klar sein, was ist mir hier wichtiger. Ist mir wichtiger, dass ich einfach um Gottes Willen keine Call to Actions einbaue? Oder möchte ich vielleicht den Leuten doch irgendwie die richtigen Leute hier finden? Möchte ich die Leute nicht verlieren, dadurch, dass sie einfach wieder weg sind? Dann lohnt es sich vielleicht doch hier und da mal einen Call to Action einzubauen. So, das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, du konntest einiges dabei mitnehmen. Hast du noch Ideen, wie ich die Challenge verbessern kann? Ich gucke mir die Kanäle an, erzähle so ein bisschen was, aber ich würde natürlich gerne, dass du möglichst viel aus diesen Videos mitnehmen könntest. Falls du da Ideen und Vorschläge hast, schreib die doch gerne mal in die Kommentare. Ich bin da sehr offen und sehr gespannt drauf. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Das war's von mir. Tschüss, euer Jan.